Anpfiff in Gruppe 4, Hannover 96 gegen den FC Schalke 04. Und damit einmal Niedersachsen und einmal Nordrhein-Westfalen, der Ruhrpott auf der Platte. Die Jungs aus der Knappenschmiede, wie die Jugendabteilung der Schalkeier heißt. Erster Schussversuch hier von Hannovers hier Kehler. Auch der erfolgreichste Torschütze der Hannoveraner mit immerhin 5 Treffern. Hannover in der Niedersachsenliga, Tabellensiebter. Die U17 nur in Anführungszeichen in der Regionalliga aktiv. Gerade momentan darum wieder in die Junioren-Bundesliga aufzusteigen. Und ja, die U16 war im Mittelfeld der Niedersachsenliga aktiv. Jetzt alle Spieler in einer Hälfte. Hannovers Tor macht ganz aggressiv mit, das Tor ist frei. Pfosten! Der Abschluss erfolgt hier von Mehmet Can Aydin. Hannovers Torwart Robin Soria Dinigrad. Schaltet sich da ganz offensiv mit ein. Hohes Risiko. Kann unzurecht sein. Wird das Spiel munter machen. Bin gespannt, ob Hannover 96 das im Laufe des Turniers so durchzieht. Gut aufgesetzt der Ball. Klasse quergelegt. Auf Kehler. Also nach den ersten Eindrücken würde ich sagen, auf Kehler. Die Nummer 7 Hannover 96 sollten wir gemeinsam auch ein Auge drauf haben. Klasse Drehung, super behauptet, der Ball rübergelegt und dann leider gezogen. Leider meine ich, weil die Aktion so gut war, hätte er ein Tor verdient gehabt. Elias Beck, der hier über die Kassen zieht. Vorher war sich klasse freigespielt von Valmir Afkudi. Sönke Gutjahr, Tor der Schalke. Der erste Tor lässt in dieser Partie etwas länger auf sich warten. Das ist wieder Kehler. Unglaublich enge Ballbehandlung. Jetzt war das 3 gegen 2 da. Eigentlich gut isoliert und dann den Ball nicht durchbekommen. Schalke 04. Gegen zwei Witzenschalke. Klasse Gewehr gelegt. Abschluss knapp daneben. Daniel Steuernoff. Und da über die Schalke läuft. Wer sie nicht kennt, der wird sie danach lieben. Freistoß, Hannover 96 nach Foul von Joselfo Banes.
Bisschen nochmal zu noch, dann sind sie dran. Jetzt aber weiter kämpfen, ihr Jungs. Hätte ich überlegen müssen. Da waren zwei Hannoveraner recht frei vom Tor. Etwas zu eigensinnig. Also beide noch nicht so richtig freigespielt, noch nicht so richtig. Mit der Kreativität. Natürlich über die Bande, aber wieder der Abpraller da. Das war ein Foul. Man hat aber einen Arm dran, hätte er nur von Freistoß bekommen müssen. Cheftrainer der U16, ein alter Furry Cup bekannter, weil schon hier gewesen. Und ja, auch allen anderen auf jeden Fall bekannt. Frank Fahrenhorst, Ex-Profi, unter anderem für Werder Bremen, für Hannover 96. 216 Bundesligaspiele gemacht. Immer 19 Mal getroffen. Der Mann war Verteidiger. 8 Mal in der Champions League aufgelaufen für Werder Bremen. Also bekannter Name. 2 Länderspiele durfte er auch machen. Und jetzt, ja, schon langjährig eigentlich Nachwuchstrainer bei Schalke 04. Hatte die U16 schon mal unter seinen Fittichen, ging dann hoch mit in die U17 und ist jetzt wieder für die U16 zuständig. Scheint aber das aktive Coaching heute etwas abgegeben zu haben. Hält sich etwas im Hintergrund auf. Ganz entspannt. Schauen wir mal, ob das morgen in der Co-Phase auch noch so ist. Jetzt die Möglichkeit für Schalke, hier zum Abschluss zu kommen. Der mit Jan Aydin wird aber gestoppt. Das klappt aber natürlich undankbar, den Ball dann zu verarbeiten, und das, die Konsequenz ist der Ballverlust. Da hat der Hannoveraner Keeper Wasim Farai jetzt keinen Gefallen getan mit diesem Lupfer-Anspiel. Guter, flacher Ball da, hart geschlagen, um die weitere Torschüsse zu machen. Also, nach Torschüssen ist das recht ausgeglichen hier. Es fehlt so der letzte Punch, die letzte Gefahr. Beiden Mannschaften. Doch Kera ist wieder drauf. Vielleicht mit ihm. Schalke bekannt für ihre fantastische Nachwuchsarbeit. Allein die Liste an Spielern, die mit dem FC Schalke hier waren, ist ja, dermaßen prominent besetzt. Julian Draxler war hier, Paris Saint-Germain. Tim Hoogland, jetzt beim VfL Bochum aktiv. Max Meyer, Schalke Eigenwächs, immer noch da. Natürlich Manuel Neuer, der Welttorhüter, hier in Lübeck gewesen. Kahn Eihahn, mittlerweile Fortuna Düsseldorf, das war ein Handspiel. Tammo Hahn, Holstein Kiel, Nico Buhlan, Einhard Braunschweig und. Ich könnte die Liste endlos fortsetzen. Diese Durchlässigkeit ist ein ganz hohes Qualitätsmerkmal hier für die Jugendarbeit des FC Schalke 04. Aber auch Hannover 96 hat schon bekannte Jungs hier in Lübeck gehabt. Adriano Grimaldi, mittlerweile für Preußen Münster aktiv. Weltmeister Per Mertesacker. Konstantin Rausch, mittlerweile beim 1. FC Köln war hier. Tim Biersen, das Eigenwächs. Marc Halzenberg war hier. Und auch Bastian Schulz, Profi beim VfL Osnabrück. Und auch hier könnte man noch jede Menge Namen weiterhin. Also die Wahrscheinlichkeit ist hier bei beiden Mannschaften hoch, dass wir einige dieser Jungs irgendwann Samstagnachmittags um 15.30 Uhr wiedersehen. Heute aber sind sie noch in Lübeck und ringen immer noch um das erste Tor hier in dieser Partie. Steht weiterhin 0 zu 0. Ein Schuss geblockt. Jetzt wieder offensiv vom Keeper. Weiter drauf, geht nicht zurück. Tor ist frei. Jetzt der Rückwärtsgang. So, was wird jetzt gemacht? Das haben wir gut zugestellt. Keine Gefahr. Robin Nordiningrad wieder im Tor.
16 des FC Schalke genauso wie Borussia Dortmund in der Westfalenliga aktiv. Allerdings sind jetzt alle Schalke-Fans gut zugehört, das geht wie Öl runter. Dann steht man vor dem BVB. Und zwar 6 Punkte, allerdings hat man noch ein Spiel mehr als die Dortmunder absolviert. Also der Worst Case sind immer noch 3 Punkte Vorsprung vor dem Reviernachbarn. Insgesamt Tabellenzweiter. 1 Punkt hinter der U17 von Preußen Münster. Mit 31 Treffern der FC Schalke. Die beste Offensive der Liga. Und wir wären dankbar und froh, ja, wenn sie uns das hier gleich beweisen. Und natürlich wir nicht das erste 0:0 hier im Turnierverlauf erleben. Diese schnellen Drehung da von Valmir Abdouli für Hannover 96. 4 Minuten noch auf der Uhr. Schlussversuch, wollte ich ja mal den Keeper überraschen. Nächste Möglichkeit Schalke. Abpraller, aber geholt. Es bleibt beim 0:0. Also beide machen das nach vorne jetzt hier nicht grottenschlecht. Das ist einfach, dass das sehr, sehr leidenschaftlich, sehr konsequent verteidigt wird. Alle 8 Feldspieler sind komplett dabei. Verteidigen das sehr konsequent. Machen alle Wege, die nötig sind. Und das war eine gute Möglichkeit für Josef Urbanes. Für Dieter aber. Schalke in den letzten Minuten etwas torgefährlicher, aber Hannover kommt jetzt. Abschlussversuch, aber Sönke Günther ist da. Vor der Königsblauen. So, angelupft, jetzt der Ball. Vorspiel entschieden, ich glaube, richtig entscheidend. An sich, das Schiedsrichterniveau, das können wir bis hierhin einmal festhalten. Sehr, sehr hoch, super Leistung hier bisher. Gibt kaum Fehlentscheidungen. Die Mannschaften sind allerdings auch dankbare Kunden. Alles sehr fair. Natürlich wird das morgen auch in K.O.-Spielen nochmal eine etwas andere Stufe erreichen. Kärgelig, große Möglichkeit und dann eine tolle Parade. So, ja, den hat. Geklärt. 90 Sekunden vor Ende dieser Partie. Doch noch 63 Sekunden vor Ende. Josef Obanz ganz überlegt ins lange Eck geschoben. Den hat er da reingelegt, wo Rainer wollte. 1:0 Schalke. Da haben wir doch noch auch den ersten Treffer in diesem Spiel. Das wird der Hammer. Die letzte Spielminute des Spiels wird präsentiert von Hammer, ihr Fachmarkt für Handausstattung und Industrie in Lübeck. Das war jetzt verdient, das hat sich angedeutet. Schalke einfach zielstrebiger, spielbestimmender und auch torgefährlicher. Hannover nach der guten Anfangsphase nicht mehr so druckvoll gewesen.
Was nicht heißt, dass sie nicht die Möglichkeit haben, noch auszugleichen. 30 Sekunden sind auf der Uhr. Jetzt haben wir wieder stark gemacht. Fast quer gelegt. Und dann einfach nur die Fußspitze ranhalten. Till Busemann, das war ganz cool gemacht. Den Ball einfach noch angetickt, um die Richtung zu verändern. Und damit die Entscheidung. Schalke gewinnt spät, aber gewinnt verdient. Seinen Auftritt und dreht jetzt richtig auf. Über die Bande. Kein Treffer. Aber nächste Aktion, jetzt aber gut gehalten. Von Robin. So, er hat den gerade. Ballbesitz für Hannover, aber es sind 3 Sekunden auf der Uhr. Das war's. Schalke 04 gewinnt seine Auftaktpartie mit 2:0 gegen Hannover 96. Wir melden uns gleich zurück mit Hertha BSC Berlin gegen den SV Werder Bremen. Bis gleich. Absolut das Beste zum Schluss.